Hey ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, weil ich habe eindeutig immer noch nicht mein Hemd gewechselt, jetzt habe ich aber Hasenhaare drauf. Läuft doch nicht so bei mir. Ja, ist immer noch Zahncreme. Ja, ich wollte heute mal mit euch über ein locker flockiges Thema reden. Keine schwere Kost, heute wird es locker flockig, heute wird es entspannt, heute wird es, wie kann man es noch nennen? Ja, so dann einfach entspannter als gestern. Gestern war es gar nicht, das war vorgestern. Mein Selbstgefühl ist echt verarscht, oder? Mom. Ja. Also, ich gehöre zu den Menschen, ich kaufe gelegentlich Dinge ein. Also so Essen, Hygieneartikel und so Zeug. Und ich habe da aber eine ganz schlechte Angewohnheit diesbezüglich. Ich glaube, ich habe euch sogar die Woche schon ein Foto dazu gepostet, weil ich mir noch, das habe ich mir dann gedacht, das poste ich vorbereitend zu dem Video. Weil ich habe ja eigentlich auch noch das Problem, dass ich jetzt das Video, also jetzt kommt das Video. Und letztes Mal habe ich euch gesagt, ich will euch mal das Bild, wie meine Arbeitslocation aussieht, fotografieren. Habe es aber dann vergessen, an den Tag hochzuladen. Und dann habe ich dann, ich habe das Foto gemacht, habe es dann vergessen und jetzt muss ich es halt nachträglich, musste ich dann halt nachträglich machen. Und ja, vielleicht kann ich auch nochmal ein zweites, ach nee, sage ich nicht, weil wenn ich jetzt sage, ich mache noch ein zweites, dann habe ich, nein, lass mal. Ja, auf jeden Fall müssten jetzt die beiden Fotos schon online sein und ich habe auf jeden Fall die schlechte Angewohnheit, ich kaufe immer gerne Vorrat ein. Ich bin eine Hamster-Einkäuferin, ich gebe es zu. Man sieht es mir zwar nicht an, aber ich bin in Wirklichkeit ein Hamster mit solchen Hamsterbäckchen. Ich kriege eine Lebenskrise, wenn ich in meinen Vorratsschrank, Oberteil, Dings da, Bums da bin und dann nur eine Packung Binden da liegt. Oder von einer Sorte, also das muss ich ja betonen, von einer Sorte. Also da liegen können auch noch fünf andere von anderen Sorten rumliegen. Aber wenn ich von der Sorte, die ich vielleicht dann brauche, mehr als die anderen, nur eine rumliegen habe, kriege ich total die Lebenskrise. Ich habe da Shampoo, ich habe da Duschbad, Badbad, ich habe da irgendwelche Seifen, damit ich, wenn mir die Seife auf dem Ding ausgeht, oh, wie heißt denn das jetzt, auf dem Waschbecken, dass ich dann wieder neue da habe gleich. Ich hab immer unglaublich viel Käse eingekauft, also ich kaufe immer viel Käse ein. Ihr könnt mir glauben, bei uns zu Hause ist nie unter 5 Packungen Käse. Ich kaufe Milch ein in extrem vielen großen Mengen, also ich habe mindestens immer 3 Packungen Milch da. Sahne und so weiter, ihr wisst schon. Das muss ich ja jetzt nicht alles einzeln aufzählen. Aber auf jeden Fall, ich kaufe immer sehr große Mengen. Warte immer, bis die Sachen in einem Schnäppchenangebot sind. Also wenn sie dann, sagen wir mal, 10, 20 Cent weniger kosten. Und dann kaufe ich dafür dann immer gleich, also jetzt nicht so Riesenpackungen, so ein aller Amerikaner 100 Stück, sondern halt dann immer 3, 4. Um dann, wenn ich es dann brauche, es zu haben. Aber das Ding ist halt dann auch, und das kann man gut machen. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie jetzt so die voll ranzige Milch trinke, aber ich habe auch Milch, die ist nicht mehr von diesem Ablaufdatum. Die ist schon lang abgelaufen, aber die schmeckt ja trotzdem noch gut. Weil dieses Haltbarkeitsdatum ist halt immer nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ich finde, auch wenn es über dieses Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus ist, kann man es noch gut essen. Ich kann aber auch Leute verstehen, die da total den Ekel haben. Aber ich für meinen Teil, ich sage, solange es gut riecht und man es essen kann, wen interessiert es dann, dass da drauf gedruckt ist, dass es schon 4 Monate abgelaufen ist? Ich klinge gerade furchtbar. Oh Mann. Ja, und ich hab mir diese Hamster-Einkaufshaltung eben angewöhnt, weil ich bin jemand, ich habe bloß 3 Optionen, um irgendwo mal rauszukommen. Und das ist meine Mutter, meine Pflegerin oder eben meine Babette. Und wenn ich dann, also wenn ich das einmal so rechne, dass vielleicht mal 2 von 3 ausfallen, ist jetzt erst vor kurzem gewesen, da waren 2 von 3 im Urlaub und dann war ich da und habe mir gedacht, okay, jetzt wie komme ich jetzt an meine Einkäufe ran? Und da war ich recht froh drum, dass ich eben hamstermäßig eingekauft habe, weil
Dann konnte ich den Kühlschrank einfach leer futtern oder meine Hygieneartikelbarg einfach abarbeiten. Und so habe ich dann einfach trotz allem alles, was ich gebraucht habe, gehabt, ohne dabei irgendwie extrem, ja, in Probleme für mich zu kommen. Das klingt jetzt irgendwie voll schräg, aber es ist halt so, wenn du nicht immer raus kannst. Ich kann, selbst wenn ich dann die Möglichkeit hätte, öfter rauszugehen, kann ich es energietechnisch auch manchmal nicht. Und dann brauchst du eben, um für mich gut zu leben, brauche ich halt einen kleinen Vorrat. Ich verteidige hier gerade voll Mount Mesmio, ne? Ja, das bringt gerade überhaupt nichts. Ich merke es gerade, dass ich nichts anderes mache, als Mount Mesmio zu verteidigen. Dabei ist doch die Wahrheit nur eine, dass es furchtbar unordentlich ist und dass ich einfach eine Schlamperei betreibe, ne? Ich bin furchtbar unordentlich. Ich gebe es jetzt einfach mal zu. Das einzige Zimmer, in dem ich halbwegs Ordnung schaffen kann, ist mein Zimmer. Mein Zimmer sieht immer aus, als ob da liegt kein nichts rum. Da liegt einfach nichts ungeplant rum. Aber dafür darf man unser Wohnzimmer nicht betreten. Man darf das Elternschlafzimmer nicht betreten. Man darf das Büro nicht betreten und die Küche auch nicht, weil ich sonst überall nur Unordnung schaffe. Und das Schlimme ist, ich merke es selbst nicht mal. Ich bin jemand, ich kann im furchtbaren Chaos leben. Also es ist jetzt nicht so, dass hier Müll rumliegt. Das nicht, aber ich bin jemand, ich kaufe halt alles auf Vorrat und deswegen habe ich zum Beispiel einen Wasserkocher auf Vorrat gekauft vor vielen Jahren. Ich habe, glaube ich, drei Waffeleisen. Obwohl die nicht unterschiedlich sind. Das eine ist ein Brüsseler Waffeleisen, das andere ist dieses herzförmige Waffeleisen und eins ist noch eins mit Blume des Lebens. Also ist nicht so, dass ich drei gleiche im Vorrat rumstehen habe. Aber ich wollte halt unbedingt noch verschiedene Sorten haben, weil ich ja je nachdem mal Lust habe, was möchte ich dann essen und so. Dann habe ich unglaublich viele DVDs, aber das ist eine Geschichte, das wird sich nie ändern. Aber was ich zum Beispiel also auch habe, ist, ich habe Geschirr im Vorrat für die Zeiten, wenn ich dann ausziehe, dass ich dann Geschirr habe. Und das habe ich aber nicht nur rumstehen, sondern das habe ich halt in der Verpackung rumstehen und das braucht seinen Platz. Ja. Was kann ich dagegen tun? Was kann ich dagegen nicht tun? Im Moment. Aufräumen. Toll, Mami, aufräumen. Darauf bin ich auch schon gekommen. Darauf bin ich auch schon gekommen. Aber da braucht man die Kraft dafür. Und je mehr es auf den Sommer zugeht, je weniger Kraft habe ich. Im Winter habe ich keine Lust. Lust, ja. Ja, aber im Sommer fehlt mir die Kraft. Wie soll ich das machen, wenn ich den Im halben Winter Tag. verzeihe ich muss sagen. Ja, weil ich räume nicht so auf wie du. Ich räume auf, wenn ich danach, wenn es mir danach ist. Und dann räume ich auf und dann merkt man auch einen Unterschied. Ich bin nicht nur schlampig. Manchmal räume ich auf. Man merkt es zwar nicht, aber ich tue es. Und das Schlimme ist, ich räume dann auf. Also zum Beispiel, wir haben auf einem Bett von denen, wo ich immer, ihr wisst ja, ich bin eine Bettenwanderin. Und eins von denen ist ein Doppelbett. Und auf einer Seite von dem Bett haben wir einen Wäschekorb. Der Deal war, alle 3 Tage, wenn neue Wäsche ist, kriege ich 3 Tage Zeit, um die Wäsche in meinen Schrank einzuräumen. Das Ding ist, inzwischen ist dieser Wäschekorb schon so groß geworden, dass ich alleine aus dem, wenn man den jetzt auf den Boden stellen würde, können wir da schon und mit einem Leintuch überziehen, können wir ein neues Bett draus machen. Und jetzt habe ich heute, tatsächlich heute, mal da aufgeräumt und habe da 3 T-Shirts oder so rausgenommen oder auch alles, was so von mir war. Weil das sind hauptsächlich Handtücher, Leintücher und so Zeug. Und ja, da habe ich alles, was von mir war, runtergeholt. Aber ich kriege auch nie einen Applaus dafür. Oder ein Lob. Ich gehe da hoch. Ja, hat man nicht gemerkt. Das lag ja aber halbes Jahr. Ja, ein halbes Jahr ist wie gestern aufgeräumt. Zeit ist relativ. Meine Güte, an Tagen wie diesen, wo ich sowas mache, frage ich mich dann wirklich immer, wie soll ich es irgendwann mal schaffen, eine eigene Wohnung zu führen oder einen eigenen Haushalt? Ich stelle es mir furchtbar vor, mal meine zukünftige Wohnung. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich bin dann so neurotisch, dass ich von Anfang an immer alles wegräume und dann eine totale Lebenskrise kriege, wenn einer nur eine Gabel irgendwo hinlegt.
Oder die andere Variante ist, ich bin so unordentlich, dass keiner sich eine Gabel nimmt, weil jeder denkt, Sind wir mal realistisch, das sind die zwei Möglichkeiten. Jetzt kennt ihr wieder eine neue Untiefe meines Seins. Ich bin jemand, ich räume nur dann auf, wenn ich einen Sinn darin sehe. Also wenn ich zum Beispiel, also im Moment ist es oft so, dass bei uns die Wohnung hat nirgendwo Platz, wo ich das hinräumen könnte. Und dann sehe ich es auch nicht an, aufzuräumen. Und das ist furchtbar, aber es ist eben so. Aber irgendwann, und das ist das Gute daran, wenn wir unseren Haushalt auflösen, dann wird sich das, was mir gehört, zum Vierteln. Also wird sich das Vierteln. Also mal abgesehen von der Menge DVDs, habe ich nicht sehr viel Geschirr oder so Zeug. Also ich habe nicht viel Geschirr. Ey, gar nicht. Nee. Zählt alleine deine Pfannen. Also jeder normale Mensch, der Unordnung mag, hat halt 5 Pfannen. Aber so 5 Pfannen heißt noch gar nichts. Ich habe bloß 2 Töpfe. 3. Ja. 3. Was ist der vierte Topf? Der Dampfgarer. Den habe ich ja schon zählt. Der Nudeltopf. Der mit dem roten Deckel. Ja, ich hab den kleinen von WMF. Nee, von Tupper. Ich habe den Dampfgarer, den ich jetzt gekauft habe, und dann noch den von WMF, den mit dem roten Deckel. Aber das war's. Okay, das war's für den Moment. Oh, mein Video hat jetzt schon qualitativ keinen Wert. Aber naja, es ist Wochenende. Ja, es ist Wochenende, kurz vor Wochenende. Da kann man auch mal über seine Unordnung denken. Also ich merke, ich bin da nicht wirklich diskussionsbereit, merke ich gerade. Ich hänge an meiner Unordnung. Ja, ich werde euch auf jeden Fall, ich kann da gar nichts mehr dazu sagen. Es ist mir da schon so ein bisschen peinlich, aber zum Glück nur ein bisschen. Jetzt kennt ihr die Geheimnisse der Elena Auerpunkt. Ich drehe nicht umsonst hier in diesem Gang, weil hier kann ich wenigstens Ordnung halten. Und sonst, das ist schon schwer, glaubt's mir. Ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich glaube, ich werde... Nö, mache ich auch nicht. Ich wollte sagen, vielleicht räume ich ein bisschen Mount Messmure um. So nenne ich immer meinen riesengroßen Stapel mit meinen Hygieneartikeln. Der heißt Mount Messmio. Abgeleitet von Mount Everest und Messiberg. Mount Messmio. Ja, und den fasse ich besser gerade nicht an, weil der ist gerade ein bisschen instabil und ich will ja nicht, dass es zu einem Bergrutsch kommt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr es einfach habt mit Ordnung halten oder ob ihr das auch kennt, dass man irgendwann total den Überblick einfach verliert. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.rietemeyer@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Ich werde meinen Berg anstarren, mir denken, ich könnte ihn ja mal aufräumen, dann denken, ach nö, mache ich dann später mal und ihn dann einfach wieder weiter befüllen und Zeug dann auch wieder runternehmen. Also es ist nicht derselbe Berg wie noch vor 5 Jahren. Gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.